Weltweit leiden mehr als 500 Millionen Menschen an chronischen Nierenkrankheiten. In den meisten Fällen kommt die Niere ihrer Aufgabe als Entgiftungsorgan nicht mehr ausreichend nach. Einer von ihnen ist der Münsteraner Dieter Reinecker. Gegen den Rat seiner Ärzte entschied er sich für den unkonventionellen Weg und lehnte jegliche Nierenersatztherapie ab. Seinen Weg beschreibt er in einem autobiografischen Buch mit dem Titel Wie ich der Dialyse entkam. Mein Name ist Dieter Reinecker, bin mittlerweile 60 Jahre alt und habe vor 3 Jahren diese Diagnose bekommen. Und für mich war es im Grunde ja, wie ein Schlag vor den Kopf, plötzlich zu hören, Sie sind im Endstadium. Das heißt im Grunde quasi, wie der Einsatz so ähnlich ausdrückte, ja, ich wundere mich, dass Sie hier überhaupt noch sitzen, denn mit den Werten ist man eigentlich tot. Und wenn man mit dem Gefühl nach Hause geht und sagt, ob ich den nächsten Morgen überlebe, wie geht man dann ins Bett? Wie geht das? Rein psychisch, wie kann man das wieder auffangen? Und ich habe das damit aufgefangen, dass ich im Grunde angefangen habe zu suchen. Und habe dann nach und nach festgestellt, dass immer nur ein Tenor war, nämlich, wenn man einmal so weit ist, gibt es keine Lösung. Es gibt nur noch die Dialyse oder Transplantation. Und das wurde auch von ärztlicher Seite dann im konkreten Gespräch bestätigt. Es hat mich aber nicht abgehalten, weiterzusuchen. Ich habe dann, ob man das jetzt Zufall nennt oder nicht Zufall nennt, weiß ich nicht. Es ist jedenfalls so, dass ich über einen Hinweis Nierenheilung auf das kleine Büchlein von Helmut Wandmarker kam. Helmut Wandmarker ist vor vielen Jahren gestorben und hatte auch ein Buch geschrieben, weil er sich selber geheilt hat, indem er nämlich seine Ernährung umgestellt hat. Dann habe ich einfach das versucht umzusetzen und von heute auf morgen einfach gesagt, ich mache es. Und dann habe ich festgestellt, dass wir viel zu viele Gifte zu uns nehmen, dass im Essen zu viel Salz ist, überall versteckt Zucker ist, dass es die ganzen E-Stoffe gibt. Bin also hingegangen und habe mir die Bio-Auslagen angeguckt, habe verschiedene Reform- und Biomärkte aufgesucht und habe von heute auf morgen angefangen, nur noch Obst zu essen. Als ich dann die ersten Erfolge bekam, das heißt also meine sogenannten Kreatininwerte sich verbesserten, habe ich dann gesagt, dann werde ich darüber schreiben. Mein Adressat ist im Grunde derjenige, der sich mit Gesundheit beschäftigen will. Denn ich habe das Gefühl, dass viel mehr Leute viel mehr Krankheiten in sich tragen, als ihnen das so bewusst ist. Wenn ich dann feststelle, dass an jeder Ecke jedes Krankenhaus Dialysekliniken aufbaut, Dialysezentren hat, dann wundert mich das nicht. Natürlich kann ich nicht sagen, dass in jeder Phase, in jedem Stadium der Niereninsuffizienz eine Heilung möglich ist. Aber in meinem Fall war es im Endstadium und ich habe gegen die Meinung, die ich im Internet gelesen habe, gegen diese Meinung bin ich angetreten und habe festgestellt, dass man Kreatininwerte, mögen sie noch so schlecht sein, über eine vernünftige Ernährung wieder zurückführen kann. Und das ist das eigentliche Moment, was mir immer wieder vor Augen schwebte, was alle Leute sagen, es geht nicht. Wenn es einmal der Stand erreicht ist, wird es nur schlechter oder schlechter und noch schlechter und endet im Tod. Es gibt nur die Alternative, Dialyse oder Soforttransplantation. Das, was mir die Ärzte auch gesagt haben. Das ist so das, was mich im Grunde besonders aufgeregt hat, dass überhaupt keine Möglichkeit angedacht worden ist, dass es auch anders gehen könnte. Anfangs war dieser Beitrag mit einer Expertenmeinung von einem Facharzt vorgesehen. Jedoch war keiner der von uns kontaktierten Ärzte dazu bereit, sich in einem Interview zu äußern. Ob die Herangehensweise von Herrn Reinecker auf andere Betroffene zu übertragen ist, ist nicht bewiesen. Jedoch ist die Umstellung der Ernährung und Lebensweise in jedem Fall ein Schritt in Richtung Genesung.